Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld Apes Exodus. Ja, wir sind hier in Necrom. Das habe ich nämlich eben auf dem Pfeil gelesen von der PlayStation. Auf dem Memory Card Pfeil. Und ich mag das hier irgendwie. Das ist so unberührt. Und ich mag auch irgendwie das Geräusch, wenn Abe läuft. Das hört sich so klebrig an, aber auch irgendwie weich. Ich mag das Geräusch voll. So, und hier haben wir auch wieder ein Geheimnis. Aber ich glaube, die Geheimnisse hier in Necrom... Ist das Necrom? Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das Necrom ist. Ich nenne es jetzt einfach Necrom, weil es da stand. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so viele Geheimnisse. Aber es kann auch sein, dass ich das mit dem ersten Teil verwechsel, weil da waren wir ja auch in der Wildnis. Auf jeden Fall... Ich weiß, dass das im unteren Screen ist, aber ich weiß nicht, wie wir da genau hinkommen. Ich spring einfach mal von hier. Gut, das hat nicht funktioniert. Aber ich mag auch dieses Symbol, das sieht so eingeritzt auf dem Holz da irgendwie aus. Ist das, wenn wir von hier springen? Okay. Das habe ich total vergessen, dass es das hier gibt, ey. Eher gesagt, verdrängt, nicht vergessen. Na gut, dann wollen wir mal. Ich glaube, die sind relativ schwer. Ich mache mal einen Quick Save. Ich renn einfach mal. Ah, scheiße. Okay. Ich glaube, ich darf nicht weiter rennen. Sondern muss mich direkt hinhocken oder so. Oh Gott, das wird noch was, ey. Draußen gibt's Geräusche. Nein, weil ich dagegen gelaufen bin. Aber es ist sehr knapp. Es ist sehr knapp. Aber ich muss das Stück wieder zurück, ne? Oh nein, scheiße. Gut. Das ging schnell. Gerade mal was trinken. Ah. Ich mag das auch, wie verrostet das irgendwie alles ist. Vor allem hinten dieses Runde. Hinten links. Da könnte auch Blut sein, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich hab mal gerade... Zum Glück habe ich gerade mal geguckt, ob man chanten kann. Aber habe ich das Auge gesehen. Das wäre echt peinlich gewesen, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit versucht hätte, da rüber zu kommen und man hätte chanten können. Wir haben einen Soundbug. Ich hoffe, der geht gleich wieder weg. Hat auf jeden Fall einen geilen Sound. Also, finde ich keinen Sound, so ein Beat. Das hört sich sehr glasig auf jeden Fall an. Jetzt haben wir es geschafft mit Soundbug. Das ist mir jetzt aber egal. Ihr müsst das. Oh, jetzt ist er weg. Gut. Okay, das ist auf jeden Fall machbarer als eben. Ich mach nochmal einen Quick Save. So, jetzt war, glaube ich, man muss einen Schritt zurückgehen. Ja. Habe ich die Taste zu früh losgelassen?
Also entweder einen Schritt zurückgehen oder weiter nach vorne rollen. Aber ich glaube, ich bin immer ein Stück zurückgegangen, aber ich versuche jetzt mal zu rollen. No, no fear, no, nee, wie hieß es? No. Auch mal. Längeren nicht. Okay, so kann man da auch hoch. Das ist sehr interessant. No. Mir fällt jetzt gerade dieses Sprichwort nicht ein. No, no fun. No woman, no fun. No. No, huh? No fun. Huh? Der hat sich direkt von selbst hochgezogen. Das macht auch Sinn. Weil er sonst direkt auf dem Boden stehen würde. No. Hm? No fun. No, nee. No risk, no fun. So heißt es. Nicht no fear, no fun, sondern no risk, no fun. So. Uiuiui, das war ein Stückchen zu weit, aber wir haben es noch geschafft. Okay, mit X kann man sich... Du sollst dich eigentlich hinhocken. Geht das nicht mehr mit X? Geht das nur noch mit Laufen? Okay, das war alles sehr gut. Oh nein! Oh nein! Das ist genau das, was ich im Kopf hatte, dass das ist... Ich hab's schon verkackt eigentlich. Ich muss mich auf der linken Seite nach unten lassen. Ich muss die drei Minen kaputt machen. Ja, und dann die Leute rüberholen. Oh, ist das eine Scheiße. Okay. Wir machen hier einen Tipp, 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 Tipp. So? Ich dachte eigentlich, wir würden 1, 2, 3 machen. Also. Ein Tiefen, zwei Tiefen, drei Tiefen. Aber. Gut, dann halt nicht. Warum ist das hier eigentlich so unscharf? Ich glaube, die machen auch 1, 2, 3. Das ist ja interessant. Wunderschön, alles tot. Ach gut, dass ich in dem Screen nebenan den Quicksave gemacht habe, ey. Auf jeden Fall nicht zu weit rollen. Scheiße, das wäre so gut gewesen. Aber ich glaube, das ist schon mal besser, wenn ich die... Wenn ich sage, die sollen sich schon mal hinstellen. Aber die werden dann eh wieder anfangen zu arbeiten. Oder kann ich da cheaten, dass ich mich nach oben stelle? Die ansprechen und alle einen Tick nach links holen? Ich versuch das mal. Gut, ihr alle. Gut, lecker. Okay, okay. Das ist doch easy peasy. Warte. Okay, okay, okay. Ja. Hat das jetzt hier irgendeinen Nachteil, dass ich das so gemacht habe? Nö, hier ist auch nichts, was runterzählt, irgendwie Gas gibt oder sowas. Ja, das ist doch gut. Die hätten die Bomben ein bisschen weiter nach links ziehen müssen.
Ah, die machen 2211 machen die. Bim, 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 bim. Da hätte jetzt aber ein Grüner kommen müssen. Scheiße. Das habe ich mir so lange angeguckt und hole dann auch noch an der falschen Stelle, ey. Ja, ist doch okay. So, jetzt nochmal. Gut. Quick save. Jetzt hoffe ich mal nur noch, dass ich da wieder hochkomme. Du düst mal ein bisschen weiter nach unten, bitte. Ja. Das. Oh, ich bin so ein Held. Kann ich da drüber? Oh, ich kann da drüber springen, das ist ja der Wahnsinn. So. Wir müssen auch zum Glück nicht mehr zurück. Meine Entschuldigung, meine Nase hat gejuckt. So. Jetzt haben wir es geschafft. Das war eine leichte Geburt. Also nicht leicht im Sinne von einfach, sondern ein leicht im Sinne von fast schwierig. Kann man das, macht das Sinn? Ich weiß es nicht. So, hier sehe ich auf jeden Fall keine Fläschchen. Ey, ich hoffe, dass ich nirgendwo irgendwas verpasse. Auch ein schönes Detail eigentlich. Als Verzierung, ich muss mal gerade noch was trinken. Als Verzierung auf den Wegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also jedenfalls an den Kanten sind Mudakenköpfe. Finde ich auch ganz schön. Auch diese Musik, die so vor sich hin dümpelt. Und dann so Geräusche wie aus einem entfernten Bergwerk irgendwie. Dieses Puh. Dann die Vögel dabei. Ey, können wir den ganzen Tag anhören, ne? Oh! Mir ist gerade aufgefallen. Wahrscheinlich gibt es wieder eine Schallplatte. Wenn Dingsbums rauskommt. Exodus. So, ich lese mal vor. Oh nein, das sind wieder. Ist das wieder so blöd wie im ersten Teil mit der Schrift? Ich glaube, die ist ein bisschen anders. Chante, um die Vogelkreisportale zu öffnen. Wenn ein Portal offen bleibt, springe hindurch, um transportiert zu werden. Wenn du die Vögel verscheucht hast, keine Sorge, sie kommen wieder. Wenn du den Bereich... die haben verlässt. Mit SZ ist ja okay. Ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel. Aber die haben, glaube ich... ein Ä hingekriegt. Ja, das ist ein Ä. Und dann noch ein E. Aber es ist bei den anderen nicht. Verlässt und dann zurückkehrst. Das ist ja lustig. Mit AE geschrieben, aber trotzdem ein Ä gemacht. So, wo kommen wir jetzt hier hin?